verdammte Jahre lang hab ich gewartet, Mann. Doch ich lade gerade diese Schafe voller Taten dran, wie ich mag. Und dann rate mal, liegst du am Marterfall oder du liegst wie im Break-in-Bett in einer fucking Badewanne. Ayo, es geht endlich los, Runde 2 beginnt, lass die Spiele starten. Denn nach einem bereits gescheitertem Versuch werd ich es wieder wagen. Ey, der Neid von ihnen schmeckt, doch sie denken, ich merk nix. Erst ist alles cool, bis es ernster wird, dann sind sie ehrlich. All eyes on me, permanent, zumindest die von meinem Freundeskreis. Doch am Ende des Tages überleg ich lieber zweimal, was bei mir Freund sein heißt. Es ist deine Entscheidung, bleibst du oder bleibst du bei deinen Jungs. Egal was, kannst du mir einen Gefallen tun, aufhören über mich Scheiß zu verbreiten. Und noch eine Sache, Bro, es ist mir wichtig, weil ich lache, ho. Wenn ich hör, was du so von mir denkst, bist aber vor mir wie ein anderer Mensch. Komisch. Digga, das hier ist mein zweites Solo-Ding. Ich hab Bock auf diesen Scheiß, bei dir musst du die Kohle stimmen. Ohnehin, freu YOLO-Kind, völlig ohne Sinn. Doch nun stellt sich diese eine Frage, Mann, von wo, wohin? An dem Punkt, wo ich bin, hätte ich schon sein können. Und mir fehlte der Mut. Ich war jung, ich war blind, nur der Flow beim Hören ist jetzt 10-mal so gut. Rapper lassen ghostwriten, weil sie nichts auf dem Kasten haben. Texte werden hinuntergeschickt wie auf dem Kastenwagen. Labert sie, verpacken Ware, dazu noch die Hass-Tiraden. Aber für den weißen AMG-Go-Paper Papi blasen. Ein neues Kapitel, mein Neubeginn, oder wie man das nennt. Der heutige Titel bleibt euch im Sinn, genießt, es wird brennen.